ab, Leute, Hunger. Krasser Wind, hoffe ich könnte mich hören. Wir haben Bologna Raid, endlich. Den habe ich schon lange gejagt. Zweite Chance. Sogar weiße Arena, was richtig krass ist. Aber diesmal probieren wir es mit Gargados. Ich muss nur diese zwei hier noch pushen. Bei dem kann ich ja noch zweimal pushen. Moment. So. So. Seitdem die das geändert haben, kann ich den ja noch zweimal pushen. Davor war er auf Max. So. Oha. 10.000 Staub. Jetzt ist er auf Max. Und den 98er auch noch. Weil ich habe letztens einen probiert und leider ist mir mein Handy kurz davor abgeschmiert. Aber es war richtig knapp. Deswegen, wir haben nur einen Versuch, will ich es nicht zu knapp machen. Deswegen pushe ich die zwei noch und gehen mal rein. Ein Makuhita. Oh mein Gott. Ja, hoffentlich ist er noch da. Nach dem Raid. Der Raid ist jetzt erstmal wichtiger. So. Mir wird das ausgewählt. Das will ich aber nicht haben. Sondern. Nein. Die will ich haben. Genau. Wie gesagt, beim letzten Mal, ich habe einen gemacht. Handy ist kurz davor abgeschmiert. Es sah ganz gut aus, aber doch recht knapp. Deswegen schauen wir jetzt mal. Ich bin echt gespannt. So, los geht's. Ich bin gespannt. Ich frage mich, ob ich nur mit 4 Pokémon rangehe, wenn ich ein Team ausgewählt habe, das nur 4 Pokémon hat. Oder ob mir die restlichen 2 einfach so ausgewählt werden. Aber theoretisch brauche ich nicht alle 4. Alle 6. Ich brauche wahrscheinlich nur 4. Aber hoffentlich brauche ich nur 3. Weil beim 4. wird es dann bereits schon knapp. Kriege ich Wetterbonus? Ich glaube nicht. Nur bei Regen, glaube ich. So. Schauen wir mal. Bologna kann keinen Solarstrahl. Geht ab, Murat! Bitte? Ja, ja, ich mach grad den Bologna Raid. Ja. Ah, hab ich den Punkt verpasst. Alles wie Murat. Hoffe, ich spiele das nicht eine allzu große Rolle. Komischer Bug. Aber wir sind schon fast bei der Hälfte. Wir sind bei der Hälfte und über 90 Sekunden. Das sieht eigentlich sehr gut aus. Und jetzt fängt es ein bisschen an zu laggen, das ist nicht gut. Komm, die Hydro-Pumpe muss sitzen. Ja, die sitzt. So. Ich bin echt gespannt. War so ein komischer Bug, wo die Ladeattacke voll war und dann doch nicht voll war. Echt komisch. Wenn wir es nicht schaffen, ist alles Murat schuld. Den nimmt man mir eine Hydro-Pumpe verpasst. Wir waren bei Hälfte Blut über 90 Sekunden. Eigentlich müsste das reichen. Oh mein Gott. Deswegen mache ich vielleicht das bisschen. Der ist gut. Ich glaube, ich bin. So, eigentlich muss das gehen. Komm, der letzte. Den hätte ich noch mal ein bisschen pushen sollen. Ich wusste nicht, dass ich ihn noch verwenden werde. Oh, das ist knapp. Oh, das ist echt knapp. Hydro-Pumpe. Ja, okay, so knapp ist auch nicht. Komm. Stirb! Oh yes! Gargados hat's geschafft. Nächster Versuch mit Geowatz dann mal. Mit Gargados geschafft.
So, jetzt erstmal fangen. Endlich. Vulnona erledigt. Ich bin zurückgekommen mit Ultra Instinct. Ende gut, alles gut, auch noch gefangen. Checken wir noch schnell die AG. Dann zeige ich euch gleich mein Team, mit dem ich es geschafft habe. Oh mein Gott, endschlecht. Weg damit. Ein Ei habe ich auch noch. Schlüpfen wir erstmal das Ei. Ein neuer, mein erstes Gen 3 Pokémon geschlüpft. Komm, 100%, gib mir. 729, ich glaube nicht. HP, Attack. Natürlich nicht. So, Vulnona Solo geschafft. Endlich. Das freut mich echt. Demnächst mit den Geowatts nochmal einen Versuch. Wir schauen uns jetzt erst ganz kurz die Gyarados an, mit denen ich es gemacht habe. Da haben wir den. Kaskade richtig krass. Also echt überraschend, was für einen Unterschied das macht und wie krass Gyarados jetzt wieder geworden ist. Also das gefällt mir wirklich. Weil schaut mal, wie viel Gyarados ich habe. Einfach wegen dem alten Arena-System. Daher und für alle, die sich Sorgen gemacht haben, dass ich letztens den 100er mit dem Legacy-Moveset weggemacht habe. Ich habe hier zum Glück noch einen. Sogar zwei, also kein Problem. So, den hier auf 100. Dann habe ich den auch nochmal auf 100 Max gepusht. Haben zwei Pushe gefehlt. Und dann der 98er, also Kaskade, Hydro-Pumpe, richtig krass. Und dann habe ich halt noch einen vierten gebraucht. Das war nicht der, sondern der hier. Relativ schlecht. Aber es hat gereicht, also da hat eh nicht mehr viel gefehlt. Bin echt gespannt, ob die Geowatts das packen werden. Weil es hat immer eine Steinkante gefehlt und nur weil ich jetzt jeden jeweils zweimal noch ein bisschen pushe, glaube nicht, dass die das rausholen werden. Ein Kollege von mir, Dennis, hat es letztens auch versucht mit seinen Geowatts. Hat trotzdem nicht ganz gereicht. Echt um eine Sekunde nicht, also da braucht man auch ein bisschen Glück, dass das Internet und das Handy mitspielt und dass man ein paar Sekunden früher reinkommt und sowas, also bin echt gespannt. Das war's vom Vulnona Solo Raid. Das war's, erstmal alle Solo Raids jetzt geschafft. Ich habe noch einen Austausch für euch. Den habe ich schon vor langer Zeit gemacht, aber jetzt kam das ganze Gen 3 Zeugs. Der ist überraschend schwer. Schwerer als die meisten Dreier. Und heute ist der letzte Tag von Ho-Oh. Beziehungsweise wenn ihr das Video seht morgen, dann ist Ho-Oh schon weg. Ich bin echt gespannt, ob ein neues Legendäres kommt. Vielleicht Glodon. Oder vielleicht erstmal legendäre Pause. Also morgen werden wir es erfahren. Schreibt unten in die Kommentare, welches Legendäre gerade da ist. Oder ob überhaupt eins da ist. Aber zum Abschluss schauen wir uns nochmal die Quote an. Von meinen Ho-Ohs. So wie immer. Ich war ja auf Ho-Oh Red Tour. Hab einen guten verpasst, der ist mir leider geflohen. Und der, den ich dachte, dass ich habe, 96, hat sich ausgestellt als nur 93. Also mein bestes Ho-Oh nur 93. 23 gefangen. Also 23 gesehen, 15 gefangen, ist okay. Und dann schauen wir uns noch ganz kurz mein bestes Hero an. Oh, da. 22.09. Es gibt zwei mit 22.09 in der Tabelle. Aber so wie die Werte verteilt sind, ist es halt der schlechtere. Obwohl Attack 15 echt nicht schlecht ist. Aber richtig schlechte Attacken. Also das war's von den Heroes. Schreibt unten in die Kommentare, was euer bestes Hero ist und wie viel ihr gemacht habt. Und schauen wir mal, welches Legendäre jetzt kommt. Ah, das war's von mir. Ihr wisst, was ihr in die Kommentare schreiben sollt. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Checkt den Shop ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious Business.